Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den 26. Juli. Man hat lange nichts mehr von mir gehört, aber ich muss mich natürlich jetzt irgendwie auch mal melden zum Thema Freenet-Funk. Ja, manche sagen auch Freenet-Funk. Und ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen, mir war das alles klar mit diesem Freenet-Funk, ja, wie auch immer man das nennen möchte. Viele sagen Freenet-Funk. Alle haben davon geschwärmt und ich glaube auch dieser Dirke, ich weiß gar nicht, wie der heißt, unser kleiner Mobilfunkexperte auf YouTube oder Topske heißt er irgendwie so, haben alle gesagt, nein, das ist eine Revolution, das ist jetzt das Nonplusultra, so ungefähr, ja, und ja, das hatte sich dann auch ganz schnell jetzt erledigt. Gestern kam eine Information, dass die Leute das nicht als DSL-Ersatz benutzen sollen. Und ja, dann schreiben die Ersten hier auch schon, man kann das Ganze zu Grabe tragen. Ja, das war's. RIP, Freenet Funk. Und dann wollten hier Leute wissen, ja, woran soll ich mich denn orientieren? An diesem Unlimited, der gar kein Unlimited-Tarif ist, ja. Also Freenet Funk ist kein Unlimited-Tarif, ja. Ich habe euch von Anfang an gesagt, in mehreren meiner Videos, die stark kritisiert worden sind und auch extrem negativ bewertet sind, komischerweise seit dem Tweet von gestern von Freenet Funk, gehen die Bewertungen des Videos nach oben. Das begrüße ich natürlich sehr. Ja. Ist wohl die Unlimited-Grenze von vielen überschritten worden. Die Grenze, die es laut Freenet Funk überhaupt nicht gab, die gibt es doch im Hintergrund. Und Daten kosten immer noch Geld, gerade dann, wenn ich nicht der Original-Netzbetreiber bin. Und Freenet Funk ist ja ein Produkt der Mobilcom-Debitel-Gruppe. Und Mobilcom-Debitel hat kein eigenes Netz, greift auf das Netz von Telefonica O2 zurück. Und ich glaube, das ist einfach denen ein bisschen teuer geworden. Ich glaube, das ist das, warum man jetzt hier Kunden gekündigt hat. Man hat mir das auch, mehrere Leute haben mir geschrieben, Chris, du hattest recht, es war eine Genugtuung für mich. Und man hat die AGBs auch überarbeitet. Thema Missbrauch in den AGBs und ja. Und vielen hat man Vorwurf gemacht und sagt, es ist unbegrenzt, mach so viel du willst. Aber wenn es dann doch ein bisschen mehr ist und du vielleicht mal ein paar größere Dateien runterlädst, dann müssen wir dich leider kündigen. Ja, es gibt dann Leute, die dann noch sagen, ja, okay. Ja, dann kann man in den AGBs nochmal gucken. Hier schreiben dann auch viele drüber. Also ist auch schlecht zu gucken. Also diese Aussage, eine Volumengrenzung gibt es nach wie vor nicht, ist einfach gelogen. Das ist ein Widerspruch in sich. Solange die Nutzung im normalen Rahmen liegt, könnt ihr unbeschwert surfen. Ja, aber für jeden ist der normale Rahmen ein ganz anderer. Und man muss schon irgendwie, das sage ich jetzt auch ganz offen, vielleicht guckt es auch einer von Freenet Funk, man muss natürlich irgendwo Rahmenbedingungen setzen, ja. Und dann muss man dem Kunden sagen, heißt es 50 Gigabyte im Monat oder heißt es 300 Gigabyte im Monat oder hat man 1 Terabyte zur Verfügung? Man muss doch irgendwo eine Linie ziehen, um einfach auch transparent zu sein. Freenet Funk hat von Anfang an gesagt, ey Leute, wir sind verdammt transparent. Ihr kriegt hier einen Unlimited-Tarif, wir machen alles transparent. Aber es ist doch nicht transparent, wenn ich nicht sage, wann ich den Kunden kündige bei viel Nutzung, ja. Ja. Da gibt es dann halt auch so Leute, die nicht ganz im Kopf normal sind, die dann sagen, ja, ich habe mir die Karte geholt und benutze sie kaum. Also jeder, der sich dieses Freenet Funk geholt hat, der ist doch einer, der Daten knallt wie sonst was in der Regel, ja?
Weil der Tarif ist ja nicht besonders günstig. Mit 1 Euro am Tag oder 99 Cent oder was, ja? Das ist ja nicht billig. Das sind ja 31 Euro im Monat circa. Das ist ja kein günstiger Tarif. Zumal wir jetzt ja wissen, dass diese 31 Euro eben nicht unlimitierten Surfspaß versprechen, ja? Wenn man das so sehen würde, und Freenet Funk schreibt hier in vielen Kommentaren, ja, es ist kein DSL-Ersatz und aber natürlich haben wir alle das so verstanden. Also bis auf mich, mir war das von Anfang an klar, dass das komplett genutzt wird, und das muss der Mobilcom-Debitel-Gruppe eigentlich auch klar gewesen sein, ja, dass man, wenn man Unlimited anbietet für 1 Euro und dann auf 31 Euro im Monat im besten Fall kommt, ja, dass die Leute das nutzen. Also das ist ja irgendwie klar, ne? Naja. Es gibt hier etliche Kommentare. Einen schönen Kommentar habe ich gesehen. Es wird immer wieder geschrieben, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Aber wenn wir merken, dass ihr zu viel verbraucht, dann kündigen wir euch eure komischen Karten. Ja. Wir lernen noch, ja. Wir haben Lehrgeld gezahlt. Wäre interessant, wenn man mal transparent macht, in welchem Sinne, ob da an Telefonica O2 ordentlich Geld fürs Traffic geflossen ist. Vielleicht weiß da einer mehr. Vielleicht meldet sich ein Praktikant von Freenet Funk mal bei uns. Also so viel dazu, ja? Allerdings nutze ich die Karte auch nicht als Festnetzersatz, ja. Und immer wieder die gleiche Antwort. Bei einer normalen mobilen Nutzung musst du dir keine Sorgen machen. Das ist alles. Ja, Funk ist immer noch ein Mobilfunkprodukt, kein DSL-Ersatz. Und da merkt man so ein bisschen, dass Freenet Funk so ein bisschen im Zeitalter, im alten Zeitalter ist, ne? Also DSL wird für ein paar Jahren überhaupt nicht mehr eine Rolle spielen, davon bin ich überzeugt. In unter 10 Jahren wird DSL keine Rolle mehr spielen, es wird alles mobil sein. Dann so zu tun, wie ob wir hier im Jahr 2005 sind und jemand diese Formulierung, es handelt sich um Mobilfunkprodukte und kein DSL-Ersatz. Ich kann doch nicht einen Unlimited-Tarif anbieten und dann denken, dass die Leute da, wenn sie sich den buchen, dass sie dann unter einem Gigabyte bleiben oder wie auch immer. Oder wenig Traffic verbrauchen. Ja. Ich wollte einfach mal so ein bisschen euch darüber erzählen. Ich glaube, es ist rübergekommen, ja. Wie es jetzt aussieht. Mit Freenet Funk. Das war klar. Vielleicht packt ihr jetzt die Karten auch wieder raus. Wenn ihr tatsächlich einen unbegrenzten Tarif haben wollt, na klar, mit 1 Mbit Datendurchsatz, aber das reicht. Da bekommt ihr auf jeden Fall keine Sonderkündigung. Ja? Dann könnt ihr die unten in der Videobeschreibung bestellen. Eure O2 Freecard mit tatsächlich unbegrenzten Datenvolumen mit 1 Mbit die Sekunde surfen. Ein Kollege von mir hat die Karte auch, ist super begeistert. Nach ein paar Tagen hat er 8 GB schon verknallt. Und der nutzt das tatsächlich als DSL-Ersatz. Also er hat keinen DSL-Anschluss zu Hause und streamt und guckt darüber, hat sich ein iPhone XS gerade gekauft, Cash, ja, liebe Grüße an der Stelle an Luca, und wer feiert den Tarif genauso wie ich? Und wenn ihr auch einen Tarif haben wollt mit unbegrenztem Datenvolumen, dann guckt mal unten in der Videobeschreibung rein, da kriegt ihr den Tarif immer noch für 8,99, ja. Schaut immer aufs Datum des Videos. Heute haben wir den 26. Juli. Also es kann sein, dass der Tarif, wenn ihr das Video später schaut, ein wenig teurer ist. Es ist eine Sonderaktion immer noch. 8,99 für 24 Monate ohne Anschlusspreis. Alles Weitere unten in der Videobeschreibung. Ja, da braucht ihr euch nicht mehr mit Freenet Funk rumzuärgern. Ja? Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ein kleines Statement. So ein bisschen meine Gedanken haben wir in diesem Video aufgefangen. Und weitere Videos kommen in wenigen Tagen, das kann ich schon mal sagen. Bis dahin, macht es gut.